Zion sprach: Der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Deine Söhne eilen herbei, aber die dich zerstört und verwüstet haben, werden sich davon machen. Erhebe deine Augen ringsumher und sieh, alle diese versammeln sich, sie kommen zu dir, so wahr ich lebe, spricht der Herr, du wirst sie alle wie einen Schmuck anlegen und wirst sie als Gürtel umbinden, wie eine Braut es tut. Denn dein Land, das öde, verwüstet und zerstört liegt, das wird nun für dich zu eng sein, wegen der vielen Bewohner, die dich verschlingen wollten, werden sich entfernen. Und die Söhne, die dir einst geraubt wurden, werden noch vor deinen Ohren sagen: Dieser Ort ist mir zu eng, gib mir Raum, dass ich wohnen kann. Dann wirst du bei dir selbst denken: Wer hat mir denn diese geboren, mir der Kinderlosen und Unfruchtbaren, verbannt und verstoßen? Und wer hat mir diese großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben. Wo waren denn diese? So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hinerheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Und sie werden dir deine Söhne im Gebandbausch herbeibringen. Und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden. Und Könige sollen deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt, und werden den Staub deiner Füße lecken, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Die auf mich harren, werden nicht zu Schanden werden. Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden, und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? Ja, so spricht der Herr: Auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden, und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft, und ich werde deine Kinder erretten. Ich will deine Bedrücker mit ihrem eigenen Fleisch speisen, und sie sollen trunken werden von ihrem eigenen Blut wie von Most. Und alles Fleisch soll erkennen, dass ich, der Herr, dein Erretter bin und dein Erlöser, der starke Jakobs.